Aha. Wie cool. Kann ich da schon jemanden hinschicken? Radikale Umstrukturierung initialisieren. Gut. Das ist super cool. Ich kann machen, was ich will, während das Spiel weiterläuft und meine Kumpanen alles tun, was ich sage. Ich bin so wie Hitler. Wie ein cooler Teamleader. So, ich habe jetzt fast irgendwas neben mir gehört. Ich habe mich voll erschrocken und umgeblickt. Delta Team formiert sich. Bin in Position. Habt ihr das jetzt? Oh Gott. Tatsächlich. Oh. Achtung, Granate. Ach, hier geht's ja auch weiter. Oh, ja, schön. Gut, dass ich das gesehen habe. Bitte. Ich gehe in Deckung. Danke. Ach Gott. Wir gehen jetzt schön auf den Superkampf reden. Subjekt terminiert. Das Subjekt ist es ein Objekt. Ich meine, es ist ja ein Roboter. Oder nicht? Na komm. Okay, geht jetzt auch nicht zurück. Hahaha. Wie man die hier rumkicken kann. Man sieht seine eigenen Füße nicht. Ah, man kann sie rumkicken. Naja, ist ja auch halb so wild. Ich meine, das darf man mal. Oh, kommt jetzt ein Endboss oder so? Apropos Endboss, wo geht's weiter? Delta? Ah, okay. Halb so wild, ich habe den Weg gefunden, Delta. Deswegen bin ich ja auch unser Leader. Ah, und ich verliere Kraft wie unser. Wie unser Leader. Scheiße. Ich werde mich heilen gehen, während das Team das hier erledigt. Ich weiß nicht, ich höre mich wieder mal an wie eine feige Sau. Ja, Mann. Das muss man. Ach Leute, angreifen! Nicht mir folgen! Ogo, Ogo! Ich gehe jetzt auch in Angriffsformation. Der geht sowieso irgendwie an mir vorbei. Warum macht der Superkampf Druide? Okay. Wir müssen den Schild abschalten und den Sprengsatz platzieren. Oh Gott, ist hier wieder viel los. Ach, clever von mir, clever. Sehr schön, sehr schön. Lass dir Zeit, lass dir alle Zeit, die du brauchst. Ich komm hier nicht weiter. Also. Das Terminal gehört unter. Ziel eliminiert. Ach Gott, ey, ist das hier eine scheiß Knopfarbeit. Ich komme auch ganz durcheinander hier bei dem Scheiß. Ich glaube, die Welle an Gegnern wird nicht mehr aufhören. Wir müssen da ran. Ach Gott. Ich erwarte eine zündende Lösung. Aha, eine zündende. Oh. Gut. Ah ja, gut, hier geht's nicht weiter. Die Gegner kommen weiter von da. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Geh in Position. Hä? Da sitzt doch einer drin irgendwo. Oh. Ja. Achtung, Granate. Gute Arbeit, Delta. Laut meiner Sensoren steht die Fabrik. Los, Team, verschwinden wir. Gut, ein Problem noch. Ich habe hier schon wieder irgendwas total doof umgestellt, weil ich mich immer noch irgendwie damit nicht auseinandersetzen kann. Ich bin. Passt. Das war das Name. Gut, fertig und weiter geht's. Gut, gut, Bacta ist jetzt auch egal für 4-0. Ich meine, 4-0 wird das aushalten, der ist ein harter Hund und ich auch. Deswegen gehen wir einfach weiter. Sind die denn hier? 3-8 an Berater. Wir müssen hier raus. Schnell. An Berater, der heißt tatsächlich. Wo sind Berater. Sie gerade? Scheiße! Na raus hier, Delta! Das ging schnell. Vorstoß zum Kernschiff. Jetzt, da die Fabriken offline sind, muss das Delta-Team durch feindliches Gebiet vordringen und ein nahegelegenes Separatistenschiff entern. Das war ein nahegelegenes. Irgendwo an Bord befindet sich dort die Stadt. Befinden sich dort die Startcodes für die gesamte Kernschiffflotte. Das sind ein paar Schiffe. 1, 2, 3. Kann man aber an den Fingern abzählen. Näher kriege ich sie nicht an das Ziel. Viel Glück. Danke, danke. Delta, ein
paar Klicks entfernt liegt ein deaktiviertes Droidenkernschiff. Dringen Sie das Schiff ein und besorgen Sie uns die Startcodes. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Separatistenflotte stoppen. Bahnen Sie sich einen Weg durch die Schlucht und verschaffen Sie sich Zugang zum Schiff. Gibt es Informationen über feindliche Truppen in diesem Gebiet? Das Kernschiff ist mit einem großen Flugabwehrgeschütz gesichert. Erste Scans deuten auf zahlreiche Droiden hin. Sie sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Davor führt ein schmaler Weg direkt zur nächsten Schlucht. Also, los geht's, Deltas. Viel Glück, Delta. Und kommen Sie nicht ohne die Startcodes zurück. Gute Arbeit, Peter. Okay, ich denke, wir müssen uns durch das Gut, Gewalt ein ziemlich, einfacher Auftrag. Und zwar geht es darum, einfach einen Weg durch die Schlucht zu finden, um die Startcodes sicher wegzubringen, damit hier nicht alles voller Druiden findet im Nachhinein. Das wird, glaube ich, ein ziemlich einfacher Auftrag. Na komm. Ah, guck mal! Klon. Kommandos, wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir. Durchhalten, Soldat. Delta-Team, ab mit Ihnen. Du kaltblütiger... Versuchen wir es mit dem Geschütz da drüben. So viel zum Thema Bruchlandung. Ja. Oh, ich mache hier auch gerade zu viel Scheiße. Huch. Hey, immer dasselbe hier mit dem Scheiß. Oh, Bug. Oh, oh, geil. Oh. Scheiße. War das geil. Phew. So, da geht jetzt einer bitte dran. Wer als du, Klugscheißer? Haltet die Frequenz frei. Ganz ruhig, Fixer. Wir machen doch nur Spaß. Haltet die Frequenz. Boah, wie cool. Eigentlich würde ich damit schießen wollen, aber ist auch nicht so schlimm. Gehen Sie in Position, Delta. Position. Position ändern, Delta. Der Bug geben einfach nicht auf. Gut. Mehr Bugs, mehr Abschüsse. Boah, der hat wieder so eine Krasswaffe mit dem Finger dran. Da, da drauf, da drauf. Ja, ich muss ihn in das Geschützfeuer von 7 locken. Boah, scheiße. Ja, genau. Sehr schön 7. Weg von dem Geschützkommando. Zähler neutralisiert. Ist die Knifte. Ihhh, das war nicht die Knifte. Wo ist denn die Waffe, Mensch? Scheiße. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Bin schon unterwegs. Gut, das Geschütz ist unbrauchbar, leider an der Position jetzt gerade. Hier hängen auch überall nur Klone rum. Die liegen nur auf der faulen Haut, Mensch. Und alles, alles muss das Delta-Team machen. Ich habe nur darauf gewartet, dass er irgendwas tut. Gehen wir weiter. Wie aus dem Lehrbuch. So, Fixer, du heizt dich noch. Bagdad, jetzt. Bin unterwegs. Super Satzbau, sie Bagdad jetzt. Bug da nicht mehr, sie tun, bitte, sofort. Ach Gott. Scheiße, wir brauchen hier einen Scharfschützen. Delta-Team, machen wir es von hier aus. Sie erleben mal die Meisterschützen in Aktion. Ja, das hoffe ich. Jetzt schieß ihn einfach mit dem Sniper ab, bitte. Oh, scheiße, 7 stirbt. Und ich auch. Ah, fuck. Ich weich mal zurück, bitte. Leute, 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 Leute. Angriff. Angriffsformation einnehmen. Und helft 7 gefälligst. Gehen wir weiter. Heilen Sie sich, Delta. Delta 07 hat erwischt. Scheiße, 07 ist down. Den holen wir. Egal, egal, egal. Das wird schon. Wer halt jetzt 07? Scorch! Scheiße, Mann! Scorch! Kein Wunder. Ey, er hängt auch nicht mal an der Position. Doch. Gehen wir weiter. Ah, fuck! 07 ist auch down. Augen offen halten, Delta. Ach, 0-4-0 meine ich. Scheiße. Okay, jetzt liegt's an mir und Scorch. Ich habe mich hier ein bisschen verkalkuliert, vor allem mit Scorch. Aber das ist halb so wild. Ich bin einfach... Keine Sorge, bin unfassbar sexy. Ich bin supergeil. Oh man, diese supergeil-Scheiße vor allen Dingen in letzter Zeit. Bitte sagt nicht, euch gefällt supergeil, obwohl supergeil eigentlich... supergeil ist. So, 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 so. Nein! Scorch ist gleich down. Nein! Ach, Scotch. Ah, das wird schon. Komm, ich habe hier meinen mobilen Defibrillator dabei. Wie jeder gute Soldat. Ich meine, wer hat das nicht? Auch die Zivilisten und sowas. Durchhalten, Fixer. So, sehr schön.
Eilen Sie sich, Data. Roger, hole Bagdam. Alles klar, Sir. Formieren. Bin in Position, Sir. Gut, denn ich könnte einfach schon mal jemanden an das andere Bagdad-Gerät schicken. Eilen Sie sich, Data. So. Ja, Sir. Dann kommt 07 noch da dran und dann haben wir doch die Zeit perfekt genutzt. Wir hätten es von Anfang an perfekt nutzen können, wenn einfach alle überlebt hätten. Aber das war natürlich wieder meine gute Führung. 07 ist einsatzbereit. Sehr schön. Dann mach mir bitte Platz. Sehr schön. Gut, dann können wir ja jetzt weiter. Los geht's. Es sind an einigen Stellen etwas viele Gegner. Durch das Wrack sprengen, Sir. Sprengung abbrechen. Roger, breche Sprengung ab. Ich mach das selbst. Ich meine, bis ihr da seid. Ah, es dauert doch länger als gedacht. Ich meine, so ein scheiß C4-Programmieren dauert ja so unendlich lange. Du stellst es einfach auf 5 Sekunden oder auf Fans of War. Vector Fixer, Vector 7. Bin in Position. Gut, perfekt, dass ihr keine Leben verliert. Wir brechen einfach durch, Delta Squad. Wir brechen durch. Das funktioniert. Schlucht des Todes. Teile bereithalten, Data. Sag mir einfach, wo die Feinde sind und geht mir aus dem Weg. Schluss mit dem Gequatsche, 7. Wahre Worte, weil sowas brauchen wir nicht. Keine Sorge, die suchen nicht nach uns. Ach Gott, ey. Ich bleib auch zurück als Sniper. Allseits bereit, Sir. Ich lade nach. Perfekt getroffen, Dreier. Man muss das... Ach so, das läuft mit so Energie. Aha. Da muss man auch erstmal hinter... Ich meine, wer kommt denn darauf? Vor allem dieses Exoskelett, das... Oh, geht da bloß drauf auf den. Nein! Oh, wie viel... Ah, jetzt ist er down. Sehr schön. Kann ich auch einen No-Scope geben? Tatsächlich, wie cool! Ich meine, in dem Modus ist es viel besser. Oder auch ineffektiver, je nachdem. Wechsel die Waffe, Gottverdammt. Achso. Ich drücke ja auf den falschen Knopf. Finger weg von Fixer. Gebiet gesichert. Headshot. Wir brechen auf. Das war lustig. Das war lustig. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad-Delta. Vor allem, es ist immer die Rede von Bagdad gönnen. Es kommt mir immer so vor, als wäre Bagdad eine Droge. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Vielleicht gibt es ja ein paar Star Wars Cracks, die jetzt genau wissen, was Bagdad ist. 3-8, wollen Sie nicht lieber jemanden, der gerade ausschießen kann? Oh Mann! Vor allem, wie sie sich immer gegenseitig necken. Es ist echt ein schöner, kleiner Haufen wilder Männer. Ja, sie sind wilde Männer. In Rüstungen. Druiden. Ach Gott. Scheiße. Oh, vor allem ich gehe gerade down. Geht auf den Supercup-Druiden! Shit, 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 shit! Ich hol mir erstmal Bagdad. Boah, vor allem die Gesund... Ja, jetzt ist er down. Sehr schön. 04, hol dir Bagdad. Wie jetzt? Oh Mann, haben die... Nein, die denken doch nicht an sowas, dass sie gewettet haben. Scorch und 7, das sind überhaupt so zwei